Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Hero Zero, ja, fast schon Infovideo, muss man sagen. Warum kam gestern nichts, beziehungsweise vorgestern, beziehungsweise die ganze Woche? Es ist Folgendes passiert. Datei, Pfad, in Camtasia Studio Hero Zero 097.camrec kann nicht geladen werden. Entweder wird der Medientyp nicht unterstützt oder benötigte Codecs wurden nicht gefunden. Ich weiß nicht wieso, ich habe alles gemacht, so wie immer. Anscheinend hat das Programm einen Fehler gemacht oder, keine Ahnung, ich bin irgendwo draufgekommen, wo ich nicht hätte draufkommen sollen beim Rendern oder so, keine Ahnung. Ich kann es doch nicht sagen, ich hatte diese Fehlermeldung in 96 Parts nicht und auf einmal da. Ich hoffe mal, dass es jetzt überhaupt mit diesem Video funktioniert, weil sonst rede ich hier wieder für den Arsch. 30 Minuten wirklich hin, weg. Ich kann die auch nicht nachkommentieren oder sonst irgendwas machen. Die sind wirklich weg. Ich kann das Video nirgendwo abspielen, weil das Blöde ist bei Camtasia. Camrec-Dateien kann man nicht umwandeln und man kann sie mit keinem einzigen existierenden anderen Media-Tool, Video-Tool, Media-Player, was auch immer abspielen. Das ist das Schöne dran. Die sind für immer verloren, wenn es bei Camtasia nicht geht. Das ist super geil. Freut mich jedes Mal wieder, wenn da irgendwie ein Fehler drin ist. Na gut, das heißt jedes Mal bisher vielleicht dreimal oder so. Aber trotzdem ist er trotzdem immer nervig, weil bei allen anderen Sachen kannst du wenigstens vielleicht in schlechterer Quali oder dann halt eben nachkommentiert. Aber du kannst das Video eigentlich bei fast allen, jetzt habe ich vor den Double Timer hier rausgehauen, bei fast allen anderen Videodaten AVI, also Speicher, Daten, also sprich diese Endungen, also statt Camrec halt AVI, MP4, MPEG und was es alles noch gibt, kann man das halt überall noch eigentlich, na gut, nicht überall, aber bei den meisten kann man es noch in zig anderen Playern abspielen, in zig anderen Tools einbauen und damit reparieren oder zumindest die Hälfte retten oder wie gesagt, zumindest alles außer den Ton retten oder sowas. Kommt halt darauf an, wo der Fehler dann letztendlich drin ist. Aber bei da geht es halt nicht und das ärgert mich wirklich ziemlich sehr. Aber wie gesagt, ich kann nichts machen, deswegen, sorry, ist die Folge von gestern verloren. Aber das nicht ganz umsonst ist, war es ganz nett, denn ich weiß nicht genau, wer das war, aber er hat mir geflüstert, unter einem anderen Video, unter einem Live-Video, dass Darky ein neues Video gemacht hat, das ich mir doch mal anschauen sollte. Worum ging es in diesem Video? Es geht darum, dass er ein Hack gezeigt hat, oder gut, das heißt Hack, ein Cheat, mit dem man in dem Spiel theoretisch gesehen unendlich viel Energie spielen kann. Ich werde euch diesen Trick jetzt nicht zeigen, weil ich will nicht gebannt werden, so wie er. Weil dafür wurde er gar nicht gebannt. Also jetzt wurde er wahrscheinlich schon dafür gebannt, aber davor wurde er für sonst gebannt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Mich interessiert der Kerl ehrlich gesagt nicht mehr, weil er hat jetzt so viel Scheiße gebaut. Mich wundert es, dass er immer noch so viele Abonnenten hat, wenn ich ehrlich bin. Also der Kerl hat wirklich 24-7 in der letzten Zeit vor allem eigentlich nur noch Schwachsinn gemacht, deswegen wundert es mich, dass der immer noch so krass gehypt wird. Also, verstehe ich echt nicht. So, jetzt muss ich mal kurz hier im Hintergrund Shakes and Fidget, ganz vergessen. So. Stört das nicht im Hintergrund. Sorry, habe ich ganz vergessen, den Ton auszumachen. Ist normalerweise immer lautlos, deswegen hört ihr das nicht, wenn es normalerweise passiert. Ja, und zwar, wie gesagt, dieser Hack, also Cheat, ich sage immer Hack, aber bei Cheaten und Hacken ist meistens relativ das gleiche, aber in dem Fall ist es wirklich ein Cheat, kein Hack. Und zwar kauft man sich den entweder 25% oder 50% Missionsbooster, nimmt dann eine sehr, sehr lange Mission an. Was für Werte die hat, ist vollkommen egal, kann auch ein Gegenstand dabei sein, ist egal. Dann kauft man sich den billigsten Booster und dann kriegt man die Differenz, wenn man die Mission dann abbricht, bloß nicht beenden, dann kriegt man diese Differenz, die, also sind ja immer diese Prozentzahlen 10, 25, 50, da kriegt man diese Differenz dann ausgerechnet und die wird einem dann als Energie gut geschrieben. Sprich, ich würde jetzt theoretisch gesehen natürlich nur eine 12-Minuten-Quest annehmen, dann abbrechen, mir den billig, also nicht abbrechen, sondern den Booster, den schlechtesten Booster kaufen oder halt den 25% Booster, würde theoretisch glaube ich mit beiden gehen, aber ist ja egal, jetzt den schlechtesten Booster kaufen, dann die Quest abbrechen, ja, also unbedingt in der Reihenfolge machen, Leute dann nicht in der Reihenfolge machen, gar nicht machen, ne, natürlich, und dann wird mir diese Energie gut geschrieben, dann kaufe ich mir wieder den besseren oder den nächstbesseren Booster und dann kann ich das so den ganzen lieben langen Tag machen und mir unendlich viel Energie erspielen. Natürlich ist es sehr kostspielig. Wenn man es für Münzen macht, ist es sehr kostspielig, weil ein Booster kostet ja bei mir jetzt zum Beispiel 23.000 oder halt für Donuts 10 Donuts jedes Mal. Also für
3 bis 9 Energie, je nachdem zahlt man dann jedes Mal 24.000 Münzen beziehungsweise 10 Donuts. Das ist schon teuer. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ehrlich gesagt mega behindert, dass er das überhaupt erzählt hat, weil ich wette, von allen Hero Zero Spielern haben das vielleicht 200 gewusst. Oder es haben sogar noch mehr gewusst, aber diese 200 haben ihn noch benutzt. Und jetzt ist halt das Problem, jetzt benutzt ihn einfach jeder. Gehe ich mal davon aus. Und zwar deswegen würde ihn jeder benutzen oder die meisten benutzen, weil man kann es nicht nachweisen. Solange man es jetzt nicht maßlos übertreibt und an einem Tag auf einmal 5 Stufen macht, gut, ist sehr unrealistisch, wenn man jetzt zum Beispiel Stufe 275 ist, weil es dauert, wie gesagt, ewig, so viel Energie zu spielen, weil man kriegt ja jedes Mal nur 9 Energie maximal dazu oder 3 bis 9, Darky hat es ja gezeigt, wie viel es war. Und ja, natürlich, alle machen es natürlich nicht und man steigt auch nicht so schnell auf, wenn man schon eine hohe Stufe hat, aber man merkt es wirklich deutlich, wenn jemand, der, keine Ahnung, 2 Monate lang überhaupt nicht gelevelt hat, also einmal die Woche ein Level up hat und dann auf einmal alle 3 Tage oder alle 2 Tage ein Level up hat, dann ist schon ziemlich komisch, ne? Und das Problem ist halt, jetzt fangen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute an zu spekulieren, der benutzt bestimmt den Cheat. Hey, der benutzt den Cheat. Psst, psst, Support, der benutzt den Cheat. Ich glaube, dass es jetzt richtig eskalieren wird, weil jetzt einfach nur jeder Spacko meint, der levelt mir zu schnell, der ist zu hoch, der muss jetzt gebannt werden. Lass mal den sperren. Hey, der da drüben auch. Hey, die haben unser Team angegriffen. Ich glaube, der Leader, der cheatet eindeutig. Der cheatet. Und dann, das wird so krass ausarten. Und das ist wirklich alles nur wegen Darky. Und da braucht man auch nicht drum herum reden, es ist nur wegen ihm. Ich wusste nichts davon. Ich bin mir ziemlich sicher, Nick Nock wusste nichts davon. Und ich wette, von allen anderen wusste auch niemand davon. Und es ist einfach nur mega behindert. Also, das war sozusagen der Schlag ins Gesicht für Playa. Natürlich, also Playata, sorry, ich verwechsel die beiden immer. Das wird jetzt so ein Shitstorm auf den Support geben, beziehungsweise gibt es schon oder gab es schon, weil es ist ja auch schon wieder 2, 3 Tage her, Sonntag war es, glaube ich, dass das jetzt wahrscheinlich wahllos oder vielleicht auch willkürlich zu Sperrungen kommt und eventuell sogar die wirklichen Leute, die das Ding benutzen, vielleicht sogar davon kommen und nicht gesperrt werden teilweise. Natürlich bestimmt auch viele von denen werden gesperrt. Aber ich glaube, das würde jetzt richtig eskalieren. Natürlich, ich wette, sie müssen eigentlich eine Methode verwenden, um das wirklich rauszuanalysieren. Okay, macht der das jetzt wirklich oder sagt der das jetzt nur? Aber ich kann mir vorstellen, dass es erstens ultra schwer ist und zweitens wahrscheinlich super zeitaufwendig. Und ich gehe mal davon aus, dass die jetzt einfach danach gehen. Je höher die Stufe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Cheat benutzt. Und ich denke mal, wie gesagt, dass es da wirklich zu sehr, sehr willkürlichen Sperrungen kommen wird. Und sollte ich gesperrt werden, ja, dann wäre es das auch für mich gewesen, weil wenn sie das durchziehen, wirklich, das ist ein Witz, ja. Weil sie zu dumm sind, ein Spiel richtig zu programmieren, sollen dafür die Leute gebannt werden, weil sie das ausnutzen. Bei jedem anderen Spiel war es immer so, der Support entschuldigt sich, macht entweder ein Rollback, also dass die Spieler, die das benutzt haben, die gesamte Erfahrung, die sie sich damit ercheatet haben, zurückgesetzt bekommen. Also jetzt beispielsweise, theoretisch, wenn jetzt theoretisch, Jaja das gemacht hätte, weil sie so einen krassen Levelvorsprung hat, ja. Gut, so krass ist er jetzt von Etheria zum Beispiel nicht, aber jetzt beispielsweise vom 12. oder von der 10. 20 Stufen, da würde jetzt einer sagen, ja, die macht es. Und theoretisch macht sie es wirklich, dann wird er die gesamte Erfahrung durch einen Rollback, wenn Playata das machen würde, was sie sicherlich nicht machen werden, abziehen, dann wäre sie theoretisch, nur wenn sie es gemacht hätte, vielleicht Stufe 300 oder 290, weil sie halt wirklich so viel Erfahrung teilweise dadurch bekommen hat. Natürlich ist so krass, ist wahrscheinlich auch wieder nicht, aber jetzt nur mal theoretisch, wie gesagt, dann wäre das wirklich ziemlich krass, allerdings fair. Was ich wirklich nicht fair fände, wenn sie einfach wahllos die Leute sperren, beziehungsweise auch einfach so die Leute sperren, weil es halt ein Spielfehler ist, den sie verursacht haben. Und dafür wollen sie die Leute bestrafen. Ich meine, in jedem anderen Spiel, wie schon gesagt, haben die sich dafür entschuldigt, gerollbackt, ja, haben die Spieler nicht bestraft, weil sie Schwachsinn ist. Die haben nichts gemacht. Die haben einen Fehler im Spiel gefunden. Gut, ich wette, der wurde gemeldet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht gemeldet wurde. Spätestens jetzt nicht. Also, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sowas nicht auffällt. Also, ganz ehrlich, das ist so ein entscheidender Fehler. Ich meine, der ist gigantisch, der Fehler.
Man kauft sich einen anderen Booster, bricht ab, kriegt Energie zugeschrieben. Das kann irgendwo schon nicht wahr sein. Und wenn sie das nicht merken, ganz ehrlich, dann frage ich mich, wie kompetent sind die denn eigentlich? Also wirklich, ja, keine Ahnung. Also unter aller Sau finde ich das. Kann meiner Meinung nach eigentlich echt nicht wahr sein. Aber naja, ist so. Und ich frage mich jetzt, ja, wird der Bug jetzt behoben oder wurde er sogar schon behoben? Wobei davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Also wie gesagt, ich habe das Video erst heute gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sich da schon was getan hat. Aber wenn sich da schon was getan hat, dann tut es mir natürlich leid. Aber trotzdem, der Spielfehler hat ja allem Anschein nach ewig lang existiert. In den Kommentaren stand teilweise ein, 2 Jahre schon drin. Irgendeiner hat noch geschrieben, ja, den gibt es schon seit es Zero Zero gibt. Also, dass es den Bug-Cheat schon gibt, seit es Hero Zero gibt, aber den halt seitdem nur sehr, sehr wenige entdeckt haben und früher, also ganz früher halt nur sau wenige hatten und so weiter und so fort. Also diese Theorien und ja, lügt der jetzt oder lügt der nicht, das kann man jetzt nicht sagen, ja. Aber wenn das stimmt, dass der wirklich schon so lange existiert, also bis zu 2,5 Jahre dann im Endeffekt, oder Mitte 2012 ist der gestartet, Hero Zero, oder Ende 2012, irgendwie sowas. Wenn das stimmt, dann wirklich Kompetenzmangel von Playata. Naja, also so hattet ihr jetzt noch ein kleines Thema zum drüber nachdenken. Eure Meinung dazu würde mich interessieren. Gut, dass Starkey jetzt wieder aufhört. Ja, mein Gott. Wie schon gesagt, mir geht's persönlich jetzt ehrlich gesagt am Arsch vorbei, weil ich finde, er benimmt sich nicht gut gegenüber seinen Abonnenten, weil man da jetzt sagen muss, dass es wirklich eigentlich nicht seine Schuld war, dass er gesperrt wurde. Oder gut, ich weiß es nicht, aber wenn er wirklich wieder gesperrt wurde, gut, was soll er machen? Ich meine, er kann ja nicht spielen, wenn er gesperrt ist, ne? Und wenn er dann wirklich jetzt, er hat es ja gezeigt, irgendwie einen Vorsprung von 5 Stufen hatte und dann hinterherhinkt mit 9 Stufen, also dass der andere dann einen Vorsprung von 9 Stufen hat, weil er 1, 2 Tage nicht spielen konnte, schon krass, da. Vor allem, das ist auch wie so eine Stichelei. Ja, das ist von früher mit diesem, ah, da gab es ja diesen Streit auf der Sacht mit den anderen Teams, die ihn dann alle reportet haben, also ein Ticket geschrieben haben, dass er die alle beleidigt hat und so weiter und so fort, was er in gewissem Maße auch getan hat, aber ganz ehrlich, Kindergarten sind wir hier nicht, ja. Da gab es ja auch diesen Riesenzank und das war jetzt eigentlich wie nochmal der Schlag ins Gesicht, hey, damals, du hast so eine Scheiße gebaut, du hast uns so zugemüllt, du hast so viele Leute angeblich verärgert, ja. Nachgeprüft haben sie es wahrscheinlich nie. Auch mal die andere Sicht berücksichtigt. Und dann war das jetzt eigentlich wie so der Schlag ins Gesicht. Ja, jetzt direkt nochmal gebannt. Erster wirst du ganz sicher nicht. Und dann geht man dich nach 2 Tagen wieder frei. Wirklich, das fand ich, ja, jetzt von Playas Seite eigentlich noch schlimmer. Aber gut, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich glaube nicht, dass er sehr viel länger gespielt hätte. Er hat es ja auch gesagt, wenn er so weiter nicht mehr der Rang 1 gewesen wäre, hätte er wieder aufgehört. Also. Allein schon dieses Prinzip, er spielt nur, um der Beste zu sein, also ganz ehrlich. Ja, mich wundert es ehrlich gesagt wirklich, dass sich das noch so viele Leute geben. Ich verstehe nicht, natürlich, ich verstehe seine lustige Art und Weise, darauf sprechen halt viele Leute an, auf diesen Fäkalhumor und auf diese ganzen Sprüche, Pimmel, wenn man 10 Mal im Video sagt, scheinen ziemlich viele Leute lustig zu finden. Das Spiel ist auch eher auf jüngere Leute ausgelegt, verstehe ich ja, da habe ich ja nichts dagegen. Aber wenn man den dann wirklich dafür feiert, dass er im Endeffekt 2 Wochen spielt und dann aufhört, dann hört mein Verständnis irgendwo auf. Also, wofür was? Er hängt sich nicht rein, er hat keine Ausdauer und er macht ewig lang keine Videos. Den abonniere ich natürlich, ne? Also, dieses Lustige, ich habe es früher auch gut gefunden, irgendwann hat er es dann meiner Ansicht nach übertrieben, also da wirklich in jedem Video irgendwie zig Beleidigungen und so weiter fort ausgesprochen hat, dass er dann auch noch die Abonnenten bei Begrüßung und Verabschiedung beleidigt hat, das fand ich dann echt unter aller Sau. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt Kumpel, übertreib's mal nicht. Hab dann ja auch aufgehört, seine Videos zu schauen, bis er aufgehört hat. Und ja, also allgemein finde ich, hat sein Niveau sehr stark abgenommen. Also ich meine, natürlich mit dieser humorvollen Art, mit diesem bisschen Fäkalhumor, schadet ja nicht, ja. Ich lache auch oft drüber. Aber im gewissen Maße finde ich es dann halt irgendwo auch dann doch übertrieben. Ja? Weil ein bisschen seriös, ein bisschen Vorbildfunktion hat man, wenn man pro Video 1000 Zuschauer hat, von denen die Hälfte unter 12 ist. Hat man einfach ein bisschen Verantwortung. Und sich dann darüber zu beschweren, dass die Jugend heutzutage keinen Respekt mehr hat, dass die Sechsjährigen rumlaufen und jeden als Hurensohn beleidigen, ja, braucht man sich dann nicht wundern, warum das so ist, ne? Gut, auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.